Herzlich willkommen bei Wissenswert. Es klingt wie ein Witz, ist aber eine Frage, die sich die Kuratoren des Louvre in Paris derzeit stellen. Es geht um die berühmte Mona Lisa und ein Bild, das ihr sehr ähnlich ist. Die Mona Vanna. Die Mona Vanna ist die Zeichnung einer oberkörperfreien Dame, und zwar exakt in der Haltung der Mona Lisa. Lange Zeit hielt man die Zeichnung für das Werk eines Schülers von Da Vinci. Doch Experten sind sich inzwischen immer sicherer, dass dieses Werk zumindest zu Teilen auch von Da Vinci höchstpersönlich gezeichnet wurde. Dafür spricht vor allem, dass das Pergament, auf dem es gezeichnet wurde, aus den Lebzeiten Da Vincis zu stammen scheint und dass auch die Zeichentechnik der Mona Vanna typisch für Da Vinci ist. Die Experten glauben, dass die Mona Vanna eine Vorzeichnung der Mona Lisa ist. An den Fingern der Mona Vanna fand man nämlich kleine Einstichlöcher, die darauf hinweisen, dass die Zeichnung auf eine Ölleinwand abgepaust wurde. Möglicherweise hat Da Vinci seine Mona Lisa also erst in ihrer finalen Version vollständig eingekleidet. Die wahre Geschichte des berühmtesten Gemäldes aller Zeiten bleibt jedoch ein Mysterium. Sicher ist nur eins: Da Vinci hat es auf jeden Fall echt drauf. Das war's für heute mit Wissenswert. Ihr könnt uns ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ist das tatsächlich der Vorgänger der Mona Lisa oder nur Humbug? Teilt dieses Video, falls ihr diese Story interessant fandet, und ansonsten abonniert natürlich Wissenswert. Wir sehen uns dann, beziehungsweise ihr hört uns dann beim nächsten Mal. Peace out.